Ja, schönen guten Abend zusammen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Physik, meine Damen und Herren aus der Stadt Dresden und vielleicht Umgebung. Mein Name ist Jürgen Altmann. Ich bin einer der stellvertretenden Sprecher der Arbeitsgruppe Physik und Abrüstung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Seit 11 Jahren gibt es bei den Jahrestagungen der DPG einen Max-von-Laue-Vortrag zu Fragen von Wissenschaft und Verantwortung. Diese Vorträge sind benannt nach Max von Laue. Er war unter anderem Professor in Berlin und Göttingen und wurde bekannt für die Entdeckung der Röntgenbeugung an Kristallen, die noch heute zur Aufklärung deren Struktur genutzt wird. 1914 bekam er dafür den Nobelpreis. Auch bekannt ist Max von Laue für anständiges Verhalten unter der Nazi-Herrschaft. Unter anderem hat er Einstein und die Relativitätstheorie verteidigt. Er war einer der 18 Unterzeichner der Göttinger Erklärung von 1957 gegen die nukleare Bewaffnung der Bundeswehr. Verantwortung in der Wissenschaft hat viele Aspekte. Als erstes denkt man sicher an den zerstörerischen Einsatz wissenschaftlicher Erkenntnisse, dann vielleicht an Folgen von großem Technikeinsatz, wie etwa die Klimaveränderung, die wir heute beobachten oder befürchten. Verantwortung gibt es aber auch direkt im Labor und am Schreibtisch, im Wissenschaftsbetrieb. Wie geht man mit Messdaten um? Wer wird Autor? Und so weiter. Zu diesen Fragen haben wir einen kompetenten Sprecher eingeladen, Siegfried Hunklinger. Er hat in München studiert, dann in Grenoble und am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart gearbeitet und wurde 1982 nach Heidelberg als Physikprofessor berufen. 1977 hat er den Schottky-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft bekommen und 1999 die Stern-Gerlach-Medaille. Er hat in Heidelberg geforscht über Tieftemperaturaspekte von amorphen Festkörpern. Er wurde 2004 pensioniert. Kurz vorher hat er noch 3 Jahre lang als Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewirkt. Und deswegen wurde er wohl auch vorgeschlagen als einer der 3 Ombudsleute der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Fragen der wissenschaftlichen Ethik und des wissenschaftlich korrekten Verhaltens. 2005 hat er diese Funktion angefangen und er wird sie jetzt noch bis in diesen Mai, wann er dann routinemäßig ausscheidet, ausführen. Als wir das Thema Redlichkeit in der Wissenschaft im Herbst letzten Jahres uns überlegt haben, als ein interessantes und wichtiges Thema für den diesjährigen von Laue-Vortrag, konnten wir nicht ahnen, dass Fragen der korrekten Zitierung die allgemeine Öffentlichkeit und sogar die Bild-Zeitung bewegen würden. Umso wichtiger ist es vielleicht, dass uns heute von kompetenter Seite ein bisschen was darüber erzählt wird, wie man in der Wissenschaft redlich vorgehen sollte. Herr Hunklinger, bitte. Oh, einen schönen guten Abend zunächst mal. Ich freue mich, dass so viele hierher gekommen sind, um diesen Vortrag zu hören. Den Alpen möchte ich recht herzlich für die Einführung danken. Ja, und ich versuche hier so ein bisschen was zu berichten über die Arbeit dieses Ombudsmann-Gremiums oder Ombudsgremium, wie immer man das nennen möchte, und etwas eben über Redlichkeit in der Wissenschaft. Ich muss vielleicht noch eine Kleinigkeit in eigener Sache sagen. Ich habe ein kleines Sprachproblem gelegentlich. Hoffe ich, dass Sie das nachsehen, wenn es auftaucht. Ich kann dann das richtige Wort nicht finden, das seit ein paar Jahren. Ja, und wie wir alle wissen, wie schon erwähnt, hat ja dieser Vorfall zu Gutenberg hat ja in der Öffentlichkeit für große Aufregung gesorgt. Im Grunde genommen ist es gar keine so große Ausnahme. Plagiate gibt es öfters. Das ist einer der Punkte auch, mit denen wir uns beschäftigen, also mit denen das Gremium sich beschäftigt. Und obwohl in den meisten Fällen das Ganze an den Universitäten abgearbeitet wird. Aber sehr oft fühlen sich die Betroffenen oder die Beteiligten falsch verstanden oder zu Unrecht der Doktorgrad entzogen.
Und dann hofft man, dass man es irgendwie noch heilen kann. Nun, in dem Fall zu Gutenberg muss ich natürlich sagen, soweit ich das gesehen habe und mir den Text angesehen habe, so umfangreiches Plagiat ist mir da nie untergekommen. Das war schon eine Spitzenleistung in dem Sinn. Und ich denke an sich, sehe ich das eigentlich ein bisschen positiv. Meiner Meinung nach hat er vermutlich eine Zeit lang ordentlich daran gearbeitet und hat dann festgestellt, das ist doch verdammt viel Arbeit und hat es dann vielleicht nicht mehr so, hat es etwas lockerer gesehen. Na, wie auch immer. Okay, also Redlichkeit in der Wissenschaft, jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig mache. Ich habe erstmal nachgesehen im Internet, da kann man das auch sehen, was wissenschaftliche Redlichkeit bedeutet. Und wenn man sich das so liest, ist das nicht richtig, aber es ist nicht ganz vollständig. Also wir werden sehen, dass die Definition eigentlich, ja, wie jede Definition, ein bisschen zu eng vielleicht ist. Aber ich möchte heute nicht nur über Redlichkeit in der Wissenschaft sprechen, sondern auch über den zweiten Aspekt, nämlich den über die gute wissenschaftliche Praxis. Der Name ist etwas eigenartig, sie hängt aber ganz eng mit der Redlichkeit in der Wissenschaft zusammen. Das Ganze kann man sozusagen mehr oder weniger vermischen. Nun, wissenschaftliche Redlichkeit setzt persönliche Integrität voraus. Das, glaube ich, muss man sich immer vor Augen halten. Dass also, das sind alles immer nur Menschen, die da arbeiten. Und zunächst mal ist es wichtig, dass eine persönliche Ehrlichkeit besteht, dass es Vorbilder gibt, von denen man lernen kann und wo man also sieht, wie man wirklich vorgeht. Und dann sehen Sie noch die anderen Punkte. Letztendlich ist es auch wichtig, dass man in einer vernünftigen Gemeinschaft sich aufhält. Also, dass man in der Arbeitsgruppe arbeitet, in der es auch praktiziert wird. Ich werde ein paar Beispiele geben, wo ich da sehr heftige Bedenken habe, dass es so gewesen ist. Nun, damit verbunden ist die gute wissenschaftliche Praxis. Und für Physiker kann man das vielleicht so darstellen. Zunächst mal kommt es darauf an, dass man das Experiment korrekt durchführt. Das heißt natürlich nicht, dass man fehlerfrei arbeitet. Jeder, der mal Experimente gemacht hat, das sind wahrscheinlich die meisten, die wissen, dass man sehr oft rumirrt, dass man irgendwas falsch macht. Und irgendwann funktioniert es dann. Die Zahl der erfolgreichen Experimente ist ja viel kleiner als die nicht erfolgreichen. Das ist leider nochmal so. Nun, wenn man aber dann das Ziel erreicht hat, man hat Ergebnisse, dann muss man mit den erzielten Daten ehrlich umgehen. Das ist eigentlich Selbstverständlichkeit. Und wie wir sehen werden, ist das nicht immer der Fall. Und es passiert halt mit den Daten mehr, als eigentlich passieren sollte. Und wenn man dann sagt,